So, Hallöchen, liebe Freunde der Nacht, willkommen zu einer, ja, vermutlich neuen Staffel Night of the Dead. Auch wenn ich gesagt habe, die vorhergehende Staffel, also auf Schwierigkeitsstufe Überleben, möchte ich bis 100 spielen. Ja, kam ja jetzt die Alpha 1200 dazwischen. Aber ich denke, auf Überleben Nacht 65, glaube ich, kann sich sehen lassen. Von daher denke ich mir, was soll's, ne? Es kommt ja hier nochmal ein großes Update bei Night of the Dead, wo dann auch noch Fahrzeuge und alles mit reinkommen. Da bin ich gespannt. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten das Spiel. So, neues Bild haben wir hier auch. Sehr schön. Ne? So, machen wir neue Charakter. Ah, nee, doch. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben männlich, weiblich. Ich würde sagen, Lucy bleibt Lucy. Grundlegend, was ist das? Keine Ahnung. Haarfarbe, Geschlecht. Wie sieht denn der Typ aus? Eben weich gespült, oder? Nee, dann bleiben wir lieber hier bei der. So, Gesicht. Gesicht. Was haben wir denn hier? So, Typ Radpfanne. Also irgendwie sehen die alle gleich aus. Ah, also die hier und die hier sind. Nee, okay. Die ist wohl gegen den LKW gelaufen hier. Oh Gott. Uiuiui. Ui, ui. Guck mal, die hat ein Paddelboot im Gesicht. Die ist mir zu alt. Die sieht zu verbraucht aus. Ah, die auch nicht. Das könnte meine Mutter sein. Oh, um Himmels Willen. Gott, Hilfe, Schock. Ja, ich würde sagen, eigentlich das gleiche wie bei Icarus. Sehen alle irgendwie scheiße aus. Ich glaube, das war jetzt noch die beste, oder? Ich tendiere jetzt zu der hier oder zu der hier? Na komm, nimm die. So, Haare. Kann man die auch drehen? Kamera, Kamera 1, Kamera 2, AD. Kann man auch drehen, sehr schön. Haare, was haben wir denn da? Also die Haare sehen scheiße aus. Und haben wir noch. Wie habe ich denn die jetzt eigentlich das so gekippt? So, ja. Nee, das ist. Hilfe! So stelle ich mir eine Transe vor. Ah, nee. Alter, wir haben hier eine Frau. Obwohl, interessant, ne? Aber das, nee, ist mir zu linksgrün angehaucht. Was haben wir hier? Gut, das sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Also nach meinem Geschmack. So, was haben wir hier? Na gut, damit können wir auch leben, oder? So, was haben wir da? Das wäre eigentlich so zeitentsprechend, ne? So in der Zombie-Apokalypse. Je weniger Haare, desto weniger kann mich ein Zombie greifen. Nee, das ist so. Die geht doch mit der Beißzange ins Bett. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber das ist mal wiederum irgendwie zu asiatisch angehaucht, also zu Manga-mäßig. Und ich. Also, ich tendiere jetzt zu der Frisur hier. Oder zu der hier. Wir behalten die.
Augenbrauen. Was haben wir denn da? Augenbrauenposition. Ja, eigentlich finde ich so ganz gut, so wie sie sind. Ich würde es vielleicht gerne ein bisschen dunkler. Stirngröße. Okay, ich hätte es gerade ein bisschen dunkler gehabt, die Augenbrauen. Augen. Augenposition, Augengröße. Nee. Oder? So. Position. Nee, ist auch okay so. So. Augen geschlossen. Ja, genau. So ist es gut. Das sieht man das ganze Elend nicht. So. Augenansatzbreite. Nee, das fand ich auch so ganz gut. Augenendebreite. Augenunterdicke. Was meinst du denn da damit? Ah, okay. Ja, das sieht so nach durchgesoffener Nacht aus hier. Machen wir ganz zu. Gut, was haben wir noch? Die Nase. So die Nase könnte man eigentlich so lassen, oder? Komm, die Nase lasse ich so. Mund. Unterlippe dicke. Ja, ich mag die Paddelboote nicht, deswegen machen wir es hier so. Oberlippe dicke. Machen wir auch so schmal, komm. Mundbreite. Ui. Ja, das ist okay. So. Natürlich zu. Gut. Kieferbreite. Ah ne, Kieferbereich. Okay. Obwohl, das sieht eigentlich so ganz gut auskommen. Ich hätte gerne die Augenfarbe geändert. Schnurrbart. Ich habe einen Damenbart und heute noch nicht rasiert. Nee, natürlich keins. Brust interessant, jawohl. Ach so, nee, Bart, schade. Tattoos, was haben wir denn für Tattoos? Ach so, da haben wir nur so Narben oder was, wie es aussieht. Ah. Nee. 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 Sommersch, ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen, von Kopf bis zu den Flossen. So ein schönes Augen-Make-up wäre nicht schlecht gewesen. So Lidschatten und so. Na gut, vielleicht kommt ja noch. Ja, guck, hier, Lidschatten. Ein schöner Lippenstift. Ich bin Joker. Oder mal hier. Nee, nee, nee. Pff, nee. Nix. So, speichern, laden. Laden. Einfach schlichtweg 1. FF. So, speichern. So, zurück. Also ich hoffe, dass der jetzt das hier gespeichert hat. Okay, ach Gott, was ist denn das? Verfügbare Punkte 14. Charaktername.
Susi. So, arbeitslos 14 Punkte. Staatsdiener 10. Aber wo liegt das hin? Ich muss die Brille aufsetzen. Ich muss die Brille aufziehen. Ich sehe nichts. So, was theoretisch. Forscher, Marathonläufer, Soldat. Also ich würde sagen, der Arbeitslose hat die meisten Punkte. Positive Eigenschaften. Ausgewählte Eigenschaften. Magen aus Stahl. Heilkraft von Gegenständen. Ausdauerregeneration. Abrissgeschwindigkeit. Abwehrreichweite. Ich würde sagen, hier schon mal Geräuschreduzierung. Schaden. Sind da jetzt alle Fernkampfwaffen gemeint? Also auch die Katapulte und so? Oder nur meine Waffen, die ich in der Hand trage? Kluges Köpfchen, Abwehrchance. Boah, Alter. Das klingt nicht schlecht. Lassen die Punkte auch weg. Aber ich kann trotzdem weiter Punkte vergeben. Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Deswegen machen wir einfach mal erschaffen. Komm. So. Singleplayer. Ja, wir haben ja eben gesehen, ich kann nur neues Spiel, weil die alten Sachen, die laufen wohl nicht mehr. Tja, neues Spiel. Ah, jetzt wird es aber schwierig. So, wir spielen auf schwer, würde ich sagen. Weil ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt. Keine Wellen, kein Zombie-Respawn. Beschreibung wäre ja auch nicht übel, ne? Wenn man wüsste, was das so nützliches Objekt respawn. Immer gut. Synthetische Gegenstände respawnen, auch immer gut. Keine Generatorpannen, kein Forschen. Kein Forschen, na gut, das ist. Gegenstände beim Verlassen fallen lassen. Was ist kein Ende? Allgemein Fortschritt, Details. Ja, ich würde sagen. Schauen wir mal rein. Und ich nehme auch an, die Folge dürfte auch schon beendet sein. Ja, was habe ich denn vor? Ich würde sagen, wo ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ich habe ja mittlerweile schon in der Villa gebaut, ich habe schon auf Wasser gebaut, also quasi eigentlich nur Zugang über eine Brücke. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, wenn die mir nicht vom Wasser aus alles zerhauen hätten. Die besten Erfahrungen habe ich in der Polizei gemacht. Und da überlege ich mir, ob ich wieder hingehe. Ich habe mir aber auch überlegt, Krankenhausdach. Weil da könnte man dann nämlich... komm, Freunde, wir gehen ins Krankenhaus aufs Dach. Das hatte ich eh schon immer mir mal gedacht gehabt. Und das machen wir jetzt auch, oder? So, Messer in die Hand. So, wir spielen auf Stufe schwer. Jetzt muss ich mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Und wir schalten auf jeden Fall Einstellungen.
Lebensring. Überlebensnotiz aktivieren. So, weil das gibt ja quasi so wie ein Quest, ne? UI-Anzeige, Angeln erfolgreich. Keine Ahnung, was das ist. So, automatisch speichern ist nicht schlecht. Ja, gut. Okay, ja. So, kontrolliere Karte. Ich habe ja die da unten hinbelegt, weil irgendwie mit dem Minus von Numpad ging es eben nicht. Jetzt probiere ich es nochmal hier mit dem Minus. Jetzt geht's. Okay. Bug im Spiel. Hä? So, setzen wir mal hier einen Wegpunkt. Am Anfang ist das Zeug ja wichtig, ne? Zerstöre Busch, um Ast zu erhalten. Nee, nimm's Messer in die Hand, Kind. So. Ja, ich hab doch einen Busch. Kleine Steine vom Boden. Kleine Steine vom Boden. Aber erst holen wir mal unser Buch. So, so. Auch das haben sie, glaube ich, neu gemacht. Bin ja mal gespannt, was für Neuerungen drin sind. Also momentan sieht alles noch gleich aus, außer die Lucy eben. Die finde ich jetzt hübscher. Kleiner Stein, wo bist du? Kleiner Stein, wo bist du? Ich suche kleine Steine und finde sie nicht. Dafür jede Menge Gestrüpp. Aber macht nichts, das brauchen wir auch. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal bis Nacht 50 oder so. Vielleicht gehen wir auch schon früher drauf. So. Eine Holzfäller-Axt soll man herstellen. Holzfäller-Axt. Herstellen. So, dann hacken wir mal Holz. So, den Stein nehme ich mit. So, eine Spitzhacke soll ich bauen. Eine Spitzhacke, gut. Bauen wir eine Spitzhacke. So, jetzt kloppen wir einen Stein. Da lag einer irgendwo. Da. Oi, 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 oi. So, was haben wir jetzt noch? Materialverarbeitungstisch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was da auf mich zukommt, ne? Wenn ich da jetzt die Straße runterlaufe. So, ich hätte es gar nicht mitbekommen, dass es ein neues Update gab. Das habe ich gestern Abend durch Zufall beim Kabin gesehen. Ich war etwas überrascht, weil bei mir keine Updates kamen. Dann habe ich mich mal ins Spiel eingeloggt und habe mal geguckt, habe mal ein Game geladen und nix. Alles noch beim Alten. Und dann habe ich mich ausgeloggt. Und durch Zufall habe ich dann gesehen, dass Steam noch an war, dass unten was runtergeladen wird. Und habe ich geguckt, ach siehe da, eben kommt genau das Update. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt, keine Ahnung, wann kam das raus? Ich weiß es gar nicht. Ist es gestern gekommen oder? Schon im Lauf der Woche? Also bei mir wurde kein Update angezeigt. Normalerweise sind die ja angezeigt, ne?
Ah, das haben sie mich gehört, oder? Ah, scheiße. Na gut, solange die Pappnasen da alleine kommen, ist das egal. Noch ein paar ohne Fahrschein hier. Gut, ich wollte es eigentlich... komm, Eisen, das nehme ich auf jeden Fall mit. 15 Uhr. Ich würde sagen, wir müssen uns auch mal Richtung Stadt bewegen. Das Ding. Ja, ich weiß. Viele denken jetzt, baut doch diesen blöden Tisch. Oh, Level up? Kann ich auch leveln? Ist cool. Da muss ich mal gucken. Kann ich da auch Skillpunkte vergeben und so Sache? Das wäre ja mega. Mache ich da was? Was, wo, wie, was? Wer, wie, was? Wer, wie, was? Wer, wie, was? Was ist das hier? Das Spiel pausiert oder was? Oder? Selbstermordung. Auf jeden Fall kann ich hier ja definitiv mich ausrüsten. Handgemacht, Inventar, Ausrüstung. Ja gut, da muss ich gucken, wenn wir Ruhe haben. Weil mir ist die Zeit jetzt hier ein bisschen knapp, um jetzt da zu gucken, wo da was geskillt wird. Also bis ins Krankenhaus bin ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe heute Nacht. Aber wenigstens in die Richtung Stadt. Der Eisenbrocken, der reizt mich ja schon hier, ne? So, 7 Eisenerz und Kupfer ist immer noch so geizig, ne? So, da vorne ist eine Hütte, das heißt, das sind auch Zombies. Und ich nehme an, dass die mich gleich hören und kommen. Und so wie ich mein Glück kenne, kommen die dann alle auf Ammo. Deswegen laufe ich lieber hier so ein bisschen den Berg runter. Nehme dann lieber hier noch so ein bisschen Eisen mit. Okay. Der kleine Kurt mit seinem Holzfällerhemd hier.
hat mein Hund eben Koffer hier abgestellt. Oh, da brauche ich eine Gasmaske. Also wenn ich gleich ruhig bin, bin ich umgefallen. Diese Gasvergiftung. Oh, Alter, da war doch mein Koffer. Oh mein Gott, oh Gott. So, wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich tot. Allerdings wäre das ein geiler Bauplatz, ne? Wenn man es überlegt. Ich glaube, die Zombies, die können keine Berge rufen runter, oder? Da unten drin hätte man quasi nur einen Zugang. Muss ich mir doch mal angucken. Vielleicht verwerfe ich die Idee im Krankenhaus. Ah ne, da kommt so von hinten und von vorne. Obwohl da unten drin, das wäre vielleicht gar nicht mal so uncool. Weil hier könnten die Zombies theoretisch nur aus einer Richtung kommen. Ich meine, wir können ja hochbauen, ist ja das Problem. Ich würde sagen, ich verwerfe das Krankenhaus vorerst. Und mache mich hier erstmal breit. Ich glaube, der Platz hier ist optimal. Da kann man die schön aus der Distanz zurück ins Jenseits befördern. Machen wir mal da hinten jetzt, würde ich sagen, mal die ersten Fundamente hin. Dazu holzen wir mal hier den ganzen Rotz weg. Kein Absturz. Spiel gespeichert. Uff. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben doch bestimmt die erste Folge schon rum. Ich hack hier das ganze Gebiet frei und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, macht's gut.